Hallo Leute und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Wizard 101. Ich habe jetzt Urlaub. Wunderbar. Deswegen kann ich jetzt wieder wunderschön hier aufnehmen und weitermachen. In letzter Zeit kam ein bisschen mehr Textur als Wizard 101, aber das ist halt so, weil ich die Videos noch auf Vorrat hatte. Jetzt können wir hier weitermachen und wenn mich nicht alles täuscht, ist heute sogar Folge 400, was natürlich sehr spektakulär ist, wenn man sich das mal so überlegt. 400 ist schon, ja, eine starke Zahl. Das geht immer schneller, als man denkt. Ne? Ich nehme so meine Folgen auf und lade die hoch und so weiter und so fort. Und plötzlich guckst du dann so auf die Folgennummer und dann steht da schon 398 oder so. Und dann denkt man sich so, oh, huiuiui, sind wir schon so weit. Ja. Ich werde jetzt nicht großartig irgendeine Special-Folge heute machen. Das nicht. Das wird ja demnächst, wenn wir dann mal Richtung 100 vom Level her gehen, wird es ja einen Livestream geben. Der bleibt nach wie vor bestehen. Wann auch immer das sein wird, keine Ahnung. Wenn Level 100 erreicht ist und dann das Wochenende darauf oder so. Aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Und was wir jetzt aber direkt mal machen können, ist in den Kronladen schauen, denn... Oh. Okay. Ich dachte gerade kurz, hier hat OBS geschlossen aus Versehen, habe ich aber nicht. Denn es gibt hier Halloween-Sachen. Zumindest stand das in dem Launcher drin. Und dann können wir jetzt mal gucken, was jetzt hier so Neues... Oh, an Zeug drin ist. Erstmal ist hier ein Haufen Zeug reduziert. Es gibt die Spinne, die kennen wir ja. Oder die gab es auch vorher schon, auch wenn die jetzt nicht so, naja, meine Sache ist. Und ansonsten ist wirklich alles reduziert. Sehe ich das richtig? Ja, tatsächlich. Jedes erdenkliche Reittier, selbst die, die man sich auch für Gold kaufen kann, sind reduziert. Gut, aber der Goldpreis ist unverändert. Das ist wirklich cool. Und wie schaut es denn bei den Sets aus? Wir haben die bekannten Halloween-Sets wieder dabei. Das heißt hier Piraten-Set, Nachtmeere, wir haben elfische Albträume, Nachtmar, Spuk- und Schauderkram und die Nachtmeere. Kennt man, da sind teilweise auch ganz coole Sachen drin. Zum Beispiel bei elfische Albträume mag ich die Reittiere sehr. Die sind wirklich, wirklich cool. Hatte ich auch mal kurzzeitig ausgerüstet, aber nur als 7-Tages-Variante, weil ich sie leider nicht ziehen konnte. Naja. Und ansonsten sind hier auch ganz coole Sachen bei. Hier im Nachtmar-Set gibt es ja, glaube ich, auch diesen Todeszauber, diesen kopflosen Reiter. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Aber ihr wisst ja, ich bin aktuell ein bisschen vorsichtig, was das Geld ausgeben für Wizard 101 angeht. Man will ja auch nicht irgendwie dann in die blöde Situation kommen, dass man noch mehr Geld reinsteckt und irgendwann heißt es dann, hey, wir machen die Server zu. Man weiß es ja nicht. Ist halt eine blöde Sache, aber gut. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Haustiere haben wir hier. Zombieferkel, was haben wir noch? So ein Mimiktruhen-Teil. Die Nachtmeere, Brockengespenst und Geisterdrache. Gut, die sehen cool aus. Ach nee, warte mal, die haben auch sogar ein paar Zauber. Ist mal ein bisschen blöd, weil man das nicht mehr so richtig gut sieht mit diesen neuen Anzeigen. Aber ja, das auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Sets hier gibt. Ein Mumienkostüm. Und ein Vampirkostüm. Kann man ein bisschen aussehen wie Schand von Schand. Naja, gut. Auf jeden Fall interesting. Oh. Das war aber gerade sehr, sehr stylisch. Ein neuer Ladebildschirm. Extra für Halloween, okay. Habe ich nicht mit gerechnet. Finde ich aber cool, auf jeden Fall. Achso, stimmt. Gibt es vielleicht irgendein Halloween-Event? Nein, gibt es nicht, aber es gibt wieder dreimal die Bestienmondjagd. Keine Ahnung warum. Und es gibt jetzt die neue Glücksrolle, stimmt. Die hatte ich schon ganz vergessen. Und zwar gucken wir da jetzt mal rein, was hier so Besonderes drin ist. Grüner Bronto. Der sieht ziemlich cool aus. Wo ist denn der normalerweise drin? Guck mal. Änderung. Ach, man sieht nicht, wo der her ist. Naja, gut. Ein bisschen Mondzutaten. Statuen. Haben wir irgendwas Besonderes hier drin, frage ich mich. So einen komischen Götzen, Haufen Bestienmond-Zeug, Mega-Futterpaket.
Aber auch nur zwei Leckerlis daraus. Naja. Oh, Set Uhrzeithort. Schön. Balanceklingen Citrin. Beherrscht Balanceklinge. Interessant. Wusste ich auch noch nicht, dass es den gibt. Dann haben wir hier wieder mal ein Emote. Und zwar den herbstlichen Apfel. Ja gut, da kann man einfach einen Apfel essen. Das ist natürlich schön. Was haben wir hier noch so? Magiraien vom Ghoul. Es gibt mittlerweile so viele Materialien, vor allem Magiraien, die ich gar nicht im Kopf habe. Oh. Das sieht ziemlich cool aus. Der Kürbiszauberstab. Mhm. Dann haben wir hier hinten wieder einen Teleporteffekt. Da kommen wir gleich zu. Feuerrunenset. 90 Tage. Kunterbunter Kater. Okay, 90 Tage Reittier, hier habe ich auch noch nicht gesehen. Was es nicht mittlerweile alles gibt. Oh, die ist schön. Und Blättertanz als Teleporteffekt. Gefällt mir auch sehr. Wir können ja mal gucken, ob es neue Teleporteffekte überhaupt im Kronenladen gibt. Wo waren denn die nochmal? Hier. Federleicht. Ne, gibt's nicht. Gibt es nicht. Naja, gut. Hätte ja sein können. Ja, ist immer schön, diese Glücksrollen-Items. Aber wie gesagt, man muss halt Kronen ausgeben und man muss dann natürlich auch noch so viel spielen, dass man diese Punkte auch dann erreicht, ne, ist klar. Und ansonsten gibt es hier wieder die typischen Halloween-Quests, die man ja aus jedem Jahr kennt. Also hier, fange so und so viel Geister und rede mit dem und dem Kürbis. Alles wie gehabt. Auf welcher Sphäre sind wir eigentlich gerade? Brennhardt. Hm. Hilfe. Ist ja jetzt nicht so viel los, ne, aber gut. Können wir mal in die Stadtmitte gleich mal gucken, wie es da aussieht. Übrigens, meinem Fuß, ne, geht's wieder richtig gut. Der wurde ja operiert vor... Wann war denn das jetzt? Vor 2 Wochen. Und der ist jetzt fast wieder komplett verheilt. Das ging echt relativ schnell, muss ich sagen. Freut mich sehr. Kollex Schmecks. Ah ja. Hier hinten der Typ, der Spukjack, der hat die Halloween-Quests und der hier, keine Ahnung. Hello, Wizards! Please enjoy one. Was ist denn das? Free Nana's Old Fashioned Caramel Delights Brand Pet Snack. Hey, I know you. You're that wizard who keeps taking all the good quests. Thanks to you, I had to get this part-time job to earn. Not that I'm complaining. On top of being a Nana's Old Fashioned Caramel Delights Promotions Associate, as such, I'd like to offer you a position in the Nana's Old Fashioned Caramel Delights family. Uh-huh. Sweet. Put up these signs that I told Werbetafeln platzieren. Der Typ sieht aus, als wäre er aus Caramel entsprungen. Also die Welt, die dann vielleicht mal irgendwann kommt. Ah, warte mal. Oh, ich mag diesen Ladebildschirm. Ich glaube, den nehme ich als Thumbnail für die Folge. Der sieht ja echt sehr, sehr schön aus. Haben sie gut designt. Kann man nichts sagen. Ich kann gleich mal Tränke hier mitnehmen. Weil wir jetzt wieder nach Chrysalis gehen werden. Okay, boah, leckt das hier in der Stadtmitte. Meine Güte. Boah, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Alright, dann gehen wir zurück zu Una Mondentanz. Wir haben in der letzten Folge den Turm der Mondfinsternis abgeschlossen. Und haben jetzt auch Schattenmagie, die wir benutzen können. Freue ich mich sehr drauf, dass wir die jetzt mal in der Folge ausprobieren können. Ach ja, und die Bastei haben wir wieder hergestellt. Sieht jetzt hier wunderschön lebendig aus. Die ganzen Statuen, die hier standen, sind nicht mehr. Stattdessen sind jetzt hier wieder, ja, Bewohner, die auch hier hingehören. So muss das. Dann werden wir dann auch langsam Richtung Ende von Teil 1 von Chrysalis gehen. So. Hallo, weißt du, was hier passiert ist? Meine Güte, beim Neumond... So viel hat sich verändert und es gibt viel zu tun. Rasch, Zauberwirker, wo ist der König? Hast du eine Idee, wer wissen könnte, was mit König Alrik geschehen ist? Zaltana scheint sich sehr gut mit Basteis Geschichte ab. Du bist dir allerdings nicht sicher, ob Zaltana und Una miteinander zurechtkämen. Am besten stellst du die Fragen und kehrst direkt mit den Antworten zurück. Generell auch, Zaltana muss ja so...
gar nicht mehr gewusst haben, was abgeht. Die steht ja die ganze Zeit hier vorne und plötzlich kommt da irgend so eine magische Welle vom Himmel, die dann hier das ganze Ding wieder zurückverwandelt. Die wird sich auch umgeschaut haben. König Alrik, Schicksalssegler? Er wurde während der letzten Tage der Belagerung von Bastei getötet. Sein Sohn, Alrik Weißwolf, flüchtete ins Exil. Der Sohn von Alrik heißt Alrik. Dieser Alrik starb während eines Scharmützels. Seine Tochter, Königin Zymoriel Rosenschwert, herrschte viele Jahre, bevor schließlich ihr Sohn König wurde. Erik, Sohn von Erik. Okay. Seither ist Höher Trauerschwert der König der Höhlenbauer. Doch er wurde vor Monaten schon von der Brutmutter gefangen genommen. Von der Brutmutter? Die haben wir doch zurückverwandelt. Warum fragst du? Dann solltest du Ona Mondentanz besser auf den neuesten Stand bringen. Oh, die Bewohner von Bastei haben alle so schöne Namen. Mondentanz, Spiegelmaske und so weiter und so fort. Das ist echt nicht schlecht. Oh, meine Liebe. So viele verschollene Könige und Königinnen. Diese Mantis, mit der du gerade gesprochen hast, diese Zaltana-Spiegelmaske, wie nah steht sie der Schattenkönigin? Und wie loyal ist sie? Meinst du, sie würde uns bei der Suche nach König Pyat helfen? Oder wäre es klüger, sie dazu zu zwingen? Also wenn ich so weitermache, meine liebe Una, dann wird mich Zaltana Spiegelmaske gleich hier aus der Tür von Bastei rauskicken, weil ich die nur am Nerven bin. Hallo Zaltana, kannst du das für uns machen? Ja, okay, ich bin gleich wieder da. Kannst du auch noch das und das machen? Und so werden nun endlich die Karten aufgedeckt. Oh. Die Masken fallen gelassen. Geheimnisse offenbart. Wem dienst du, Zauberer? Jetzt wird's interessant. Dem Rat des Lichts? Über ihn weiß ich nur wenig. Kaum mehr als geflüsterte, halb vergessene Worte und ferne Echos. Aber sagen wir einmal, dass ich schon bei deiner Ankunft geahnt habe, welche Pläne du verfolgst und dich unterstützt habe. Auf meine Weise. Ich bin die, die man auch... Oh, ja. Obwohl ich jenseits der Sternensturzsee geboren und zu einer loyalen Anhängerin der Schattenkönigin erzogen wurde, suche ich schon lange nach anderen Antworten. Die fünfte Kolonne spürte mich auf. Eine Geheimorganisation, die der Schattenkönigin Widerstand leistet. Meine Aufgabe war es, als ihr Agent in Bastei zu bleiben, für alle sichtbar. Und doch verborgen. Ich sollte die Höhlenbauer unterstützen und nach jenem Boten des Lichts Ausschau halten, der kommen würde, um die Dunkelheit zu vertreiben. Ich glaube, dieser Bote bist du. Falls ich jedoch mit meinem Verdacht falsch liege, habe ich mit meiner verwegenen Offenheit den Zorn der Schattenkönigin auf mich gelenkt. Ich hoffe daher wirklich sehr, dass du es bist. Nun zu unserer Aufgabe. Nach allem, was du für sie getan hast, okay, das ist mal ein wunderschöner Plot-Twist, wenn man es mal so sagen will. Zaltana Spiegelmaske ist auf unserer Seite, schon die ganze Zeit. Ich frage mich allerdings, was mit den anderen Mantis hier ist, in Bastei, ob die auch zur fünften Kolonne dazugehören oder ob die der Schattenkönigin loyal sind. Wir sollten auf jeden Fall mal uns vorsehen, dass wir nicht hier den falschen Leuten vertrauen. Aber gut. Was habe ich nochmal für Schattenzauber reingepackt? Ach ja, stimmt, den Seraph habe ich noch. Mhm. Königin Sabina. Ja, so langsam ist hier wirklich fast jedes Gebiet, was wir bereist haben, befreit vom Bösen, wenn man so möchte. Wir kommen ja jetzt als nächstes. Ich kann da mal ganz kurz gucken. Also, Mondklippen haben wir. Letzter Hain haben wir auch. Stiller Markt haben wir auch. Puposchlucht auch. Wir kommen eigentlich dann nur noch in die Rakias-Festung und zum... Ach nee, warte mal. Zur Rakias Festung und ab dann, wenn wir die geschafft haben, ist Chrysalis Teil 1 abgeschlossen. Und dann kommt Chrysalis Teil 2 und da geht es dann mit dem Mondsichelstrand los. Ah, Chrysalis Teil 2 hatte auch teilweise sehr coole Szenen schon dabei. Wenn man hier zum Beispiel über diesen See fährt. Na gut, See ist... Ne? Ach doch, Sternensturzsee hieß das Ding. Ja, ist schon ein See. Hier drüber fährt, das ist schon auf jeden Fall cool.
Aber gut, ein bisschen wird es noch dauern, bis wir da sind. Wir waren jetzt auch nicht online. Manuel Feuerpfad. Naja. So, meine liebe Königin Sabina, kannst du uns helfen? Willst doch mal schwer hoffen. Zauberwirker, dank dir ist dieses Land wie verwandelt. Du hast Bastei und viele meines Volkes befreit. Der verschollene Mäusekönig, lass mich mal nachdenken. Alrik, oder? Alrik der Zweite? Nein, das stimmt gar nicht. Sein Name war Pyat Trauerschwert. Ich erinnere mich schwach daran, dass er von Belosto 10 bis gefangen genommen wurde. Dieser Unhold haust in einer Unterwasserhöhle. Der erste Flügel Zam in Sumsestadt kann dir verraten, wo du Belosto findest und mit etwas Glück auch deinen verschollenen Mäusekönig. Sage Zam, ich befehle es. Hört sich mal wieder nach einem Bosskampf an. Ich glaube, das war auch so eine komische Schabe, die hier irgendwo unten haust. Entschuldige bitte. Könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Oh. Wartet mal ganz kurz, Leute. Ein kleines Problem mit meinem Verband um meinen Fuß drum. Der ist nämlich gerade aufgegangen. Du liebe Güte, was ist denn hier los? Vielleicht fällt der Fuß ab. Oh, nee. Jetzt passt's. Ja, das war der falsche. Ich habe nur dieses gelbe Symbol gesehen und ich war so, okay, das wird er schon sein, aber nein. Das war er leider nicht. Hier hinten steht er. Hallo, sind wir uns schon einmal begegnet? Du erinnerst mich an eine Drohne, die ich mal kannte. Ja, kann man so sagen. Du bist hier auf Befehl der Königin? Natürlich helfe ich dir. Ah, Belosto Zehenbiss. Das ist ein übler Bursche. Er hat sich in der nassen Grotte unterhalb des Rundtanzschreins eingerichtet, als unsere Königin Sabina noch in ihre düsteren Haut steckte. Sie hat die Sache ignoriert und von uns war keiner stark genug, es mit ihm aufzunehmen. Um in die nasse Grotte zu gelangen, müssen wir den Rundtanzschrein wiederherstellen. Die Sassafraswesen haben allerdings alle Wachskerzen vom Schrein Straßenkämpfe. Gestohlen. Weiß der Mond warum? Und unser traditioneller Kristallstachelstab wurde von Magog Bienenräuber gemopst. Er haust hier ganz in der Nähe. Wir brauchen leider beides, um anfangen zu können. Sassafraswesen. Okay, ja, dann können wir ja mal jetzt hier unseren Schattenzauber ausprobieren und mein Haustier ist zu sehen. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Man weiß es ja nicht, ne? Okay. Zack. Ich bin echt immer ein bisschen genervt, wenn ich es zeitlich nicht so ganz schaffe, meine Folgen geplant hochzuladen, weil das schon echt bescheuert ist. Aber, ja, was soll man machen? Manchmal geht's halt nicht anders. Aber es gefällt mir definitiv nicht. Naja. Es ist, wie es ist. Da draußen nimmt gerade irgendwer die Straße auseinander. Okay, wie viel Leben hatten die nochmal? 3600. Das ist immer das große Problem, wenn ich lange nicht mehr Wizards 101 gespielt habe. Oder auch für ein paar Wochen reicht auch aus. Oder ein paar Tage, dann vergesse ich gefühlt immer, wie viel Schaden ich nochmal so durchschnittlich gemacht habe. Und dann fällt es mir immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Jo, das ist jetzt allerdings ein Zauber, der mal richtig reinhaut. Der Gartenzwerg, das ist der Schrecken für jeden, der ein Heilhaustier hat. Boah, kritisch. Ach nee, der wurde jetzt mittlerweile auch geändert. Gut, vergesst, was ich gesagt habe.
der hat ja früher mal zwei Lebensabweiser auf das Ziel drauf gemacht. Aber mittlerweile macht er das auch nicht mehr. Was hat denn der dem jetzt gegeben? 30% Heilklinge. Na gut. Kann man machen. Ja, und hier unten ist jetzt unsere Schattenpip-Leiste, die sich jetzt hier links füllen würde. Und in der nächsten Runde würden wir dann praktisch einen Schattenpip bekommen. Die Rate können wir natürlich noch aufbessern mit Ausrüstungsgegenständen und so weiter und so fort. Da werden uns dann auch die Rüstungen aus Düstermoor wahrscheinlich schon mal ein paar Boni bringen. Aber noch haben wir da unseren Grundwert, auf den wir uns verlassen müssen. Aber passt schon. By the way, ne, heute, wo ich das aufnehme, ist der 26.10. Ja, ich nehme das Video gerade einen Tag vor, oder was? Einen Tag auf, bevor es rauskommt. Nicht auch nicht so geplant, aber gut, wird schon klappen. Meistens klappt es mit der Verarbeitung, aber wird schon. Ich habe mir heute Guardians of the Galaxy geholt. Noch ist es nicht draußen. Es kommt heute raus, aber erst um 18 Uhr und es ist noch nicht 18 Uhr. Ja, keine Ahnung. Ich hatte mir einen Test angeschaut und ich fand's cool. Sehr lebendig. Auch wenn ich jetzt vom letzten Marvel's Avengers nicht so überzeugt war und dass es vom gleichen Entwickler ist und auch ein relativ ähnliches Konzept hat, fand ich es von der Aufmachung trotzdem schön. Zumindest von den Tests, die ich gesehen habe. Deswegen werde ich es heute Abend spielen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es so wird. Aber das nur als Randinfo. So. Wir können jetzt eigentlich auf die auf die Feuerklinge gehen und dann müsste das eigentlich reichen dann. Also wenn wir die Pips für den Angriff haben, selbstverständlich. Cool, sind ja bloß noch anderthalb Stunden, dann kommt es ja schon raus. Ist gerade 16.30 Uhr. Schön. Das ist ja wirklich wundervoll. So, das kann weg. Und ich, also eigentlich können wir die Elementarklinge machen und dann in der nächsten Runde angreifen. Setzt aber natürlich voraus, dass wir einen Superpip bekommen und das ist, naja, sagen wir nicht immer einfach. Oh. Ach ja, da ist wieder der altbekannte Bug. Ich liebe es. Wird dieser Bug jemals behoben, / erkannt werden? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie lange ist der jetzt schon? Das ist ja schon so, seit wir die Popo-Schlucht gefühlt besucht haben. Naja, kann man nichts machen. Oh, wir haben keine Faust. Naja gut, wird schon reichen. Oh, wir haben unseren ersten Schattenpip bekommen, sehe ich gerade. Sehr, sehr cool. Ein bisschen Frame-Drops gerade, ne? Habe ich wohl eine kleine falsche Einstellung im Aufnahmeprogramm gemacht. Tut mir sehr leid, aber gut, das ist ja jetzt, es ist wie es ist, die Folge ist eh gleich vorbei und dann können wir das in der nächsten Folge wieder behoben haben. Ja, weird. Na gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle und dann werden wir beim nächsten Mal in die verborgene Höhle gehen und dann dort dieses komische Viech besiegen. Und damit danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.